Hallo Menschen und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Oh Gott, was war das jetzt? Eine Begrüßung. Entschuldigung, nochmal. Hallo Menschen, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Dead Space. So, jetzt war's besser. In der letzten Aufnahmesession haben wir einiges erreicht. Wir haben den Plasma-Cutter soweit aufgewertet. Wir haben den Impuls und das Stasi-Modul richtig gut aufgewertet. Und jetzt sind wir wieder zurück am Anfang, wo alles begann. Und da bin ich mal echt gespannt. Wohin das alles führen wird. Okay, jetzt eine Werkbank. Aha. Mit einem gezielten Schuss. So. Kann ich schon mal ein paar Gegner hier ausschalten? Waren wir hier schon? Das kommt mir jetzt nicht unbedingt bekannt vor. Was sagt das Inventar eigentlich? Ah, okay. Das hört sich gar nicht gut an. Oh, Plasma-Energie, sehr schön. Aha. Dann gehe ich mal besser da lang. Und gleich kommt ein Vieh rausgeschossen. Was ist da nur los? Verstehe einer, wer will. So, was haben wir hier? Einen Energieknoten. Nehme ich gerne mit. Gehe ich doch einmal außen rum. Oh! Zurück. Eventuell habe ich da einen Spind übersehen. Ja. Zwei sogar. Medipack klein. Und Plasma-Energie. Ich will ja gut ausgerüstet sein. Nur schade, dass ich die anderen Dinger noch nicht öffnen kann. Schade, schade, Schokolade. Nun gut, aber immerhin. Impulsprojektil, mittleres Medipack. Gut, noch habe ich Inventarplatz und heb die Sachen mal auf. Matschepampe. So, jetzt erst kann ich auch so ein bisschen auf die Kommentare eingehen. Also es kann sein, dass ich mit dieser Aufnahmesession schon das Spiel durch habe. Und es wurde mir gesagt, einen Moment, oder geschrieben, besser gesagt ja eher weniger. Das Ding kam doch... Boah. Hat das so viele Credits noch. So, und zwar, wenn ich mal nicht wissen sollte, in diesem Teil, wenn zum Beispiel hoch oder runter geht, dass ich mir mal die Karte anschauen sollte. Ist das der Marker? Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Halleluja! Autsch! Oh shit! Weg da, weg da! Wow! Nein! Alter! Scheiße, was war das denn für ein Viech?
Ja, Freundchen, nicht mit mir. Okay, Energie für Laserkanone. Erstmal wieder ein bisschen Matschepampe Zauberei veranstalten. Wow, 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 wow. Jawohl. Halleluja, hey. Frage, muss ich das Ding da rüber verschieben? Alter, von... Oh, da war's doch. Boah, fall daneben. Boah, bis auf Medipack groß habe ich alles verbraten hier. So, was muss ich jetzt machen? Also, wenn das der Marker ist. Boah, 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 boah. Au. Zerstückeln, zerstückeln. Boah, ist ja schön. Naja, so Schockmomente sind es jetzt zwar gerade nicht, aber... Ah, okay, so geht das nicht. Was ist das für ein Singsang? Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Alter. Sind das wieder diese Anfangsviecher? Alter, die kommen echt in Scharen gerade. Das ist ja echt abnormal. Und man merkt schon, dass man jetzt ein kleines bisschen häufiger mit Stase arbeiten muss. Gut, aber wir haben schon alles ausgeräumt. Ja, und wieder zurück. Boah, das Hintergrundkulissen-Sound, ne? So, erstmal die Werkbank benutzen. Plasma-Cutter brauche ich. Oh, 3 Knoten. Nachladen und Tempo könnte ich eventuell erhöhen. Impulsgewehr, da habe ich auch 3 Stück. Kapazität eventuell. Oder halt Schaden.
Schadenunkapazität. Chinese, Stase-Modul. Komm, Impulsgewehr. Einmal die Kapazität. Nein. Ach, verdammt. Aber sonst hätte ich Kapazität rausgelassen und hätte dann oben, also hier noch einen Punkt gesetzt, dann hätte ich mit dem anderen dann hier noch den Schaden erhöhen können. Waren die Schriften auch schon da? Hallo. Okay, niemand da. Speichern. Alter, also jetzt legt das Spiel nochmal hier so ein bisschen Fahrt an. Hier schon mal nichts. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Huch. Ach so, ich dachte gerade schon, wie. Ich muss jetzt hier zurück. Aber warte mal, hier hat es einen Shop. Mal gucken. Wie viele Crap? 6150, okay. Im Inventar habe ich Plasmaenergie, Impulsprojektile, Laserkanone kann ich verkaufen, Starsepack. Drei Stück. Hau ich mal in den Safe. Und im Safe, dann nehme ich mal Medipack Mittel mit. Und nochmal Medipack Mittel. Komm, eins verkaufe ich. Und im Shop, da hole ich mir dann mal Energieknoten. Und dann rüste ich noch beim Impulsgewehr noch den Schaden auf. Ich brauche zwei Energieknoten. Oh, da habe ich jetzt echt nicht nachgedacht. Ich bin am Überlegen, ob ich noch jetzt ein paar Medipacks verkaufen soll. Aber ob ich das Risiko eingehen soll, ist die andere Frage. Inventar, Mittel, Mittel. Plasma-Energie habe ich ja noch reichlich. Das muss reichen. Oh, das wollte ich eher weniger. So, das wollte ich machen. So. Boah, ich hoffe, ich bringe mich dann mit nicht in Teufelsküche. Aber groß müsste mich eigentlich vollends heilen. Und ich halte ja einiges aus an Schaden. So, dann wollen wir mal. Schadenkapazität ist gut. So. Das will ich jetzt mal sehen. 125? Ja, 125 Schuss. Ich darf da nicht einfach willkürlich wild ballern. So, dann muss da echt zielen dann. Wir fahren nach oben. Okay, es geht geradeaus weiter. Jetzt muss ich gerade mal was schauen. Mit der Karte. Ich bin mir unsicher.